Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Fear. Ich habe mich gerade mal frisch gemacht, habe mir einen Tee gemacht und ich denke, jetzt geht's. Alma ist in der Nähe. Nein, ich glaube, das hat nichts mit Alma zu tun. Wir wollten da in die 01. Folge ich aber erstmal hier gucken. Okay, waren wir hier schon? Nee, ne? Gucken wir hier nochmal um, der kann da ja verbluten. Naja, ist schon mies, ne? Aber selber schuld. Selber schuld, der Gunther. Ich würde auch gerne mal wissen, was mit der Alice ist. Von der haben wir ja gar nichts mehr gesehen. Geht's hier irgendwo hin? Hä? Geht's hier weiter? Okay, warte mal, dann gehen wir doch erstmal zu dem. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Kann sein, dass die Tür da verschlossen ist bei ihm. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es da reingeht. Aber hier sind so viele Wege gerade. Jetzt habe ich mich vor den Schatten voll erschrocken. Hier haben wir nichts. Komm, dann gehen wir mal zu dem hin und quatschen mal kurz mit dem. Gucken, was er hat. Vielleicht können wir ihm einen Gnadenschuss geben. Na? Der Pisser. Er hat sie ausgesperrt. Jetzt müssen wir Strom zu der Tür umleiten. Okay. Hä? Harlan Wade ist im Gewölbe. Und hat das abgeriegelt. Indem er den Strom von der Tür weitergeleitet hat. Norton, das ist der hier. Mappes ist durch einen Schuss von. Ja, okay. Von Wade schwer verletzt worden. Mission 4 Einsatzagenten muss den Gewölbetüren wieder Strom zuführen, um Wade verfolgen zu können. Ist Wade jetzt der Böse oder was? Leiten Sie den Strom um. Ja, okay. Dann leiten wir mal den Strom um. Können wir ihm nicht mal hier ein Medikit? Gott, nicht, dass er uns ansteckt. Ich dachte, wir hätten ihm jetzt vielleicht ein Medikit geben können oder sowas. Okay, wo geht's hier hin? Können wir hier Strom umleiten? Nee, hier waren wir ja schon mal. Jetzt, wo ich drinne bin, kommt es mir bekannt vor. Dann gehen wir mal doch hier runter. Vermutlich geht's dann da irgendwo weiter. Oh, was kommt ihr denn hier? Guck mal. Denn für coole Masken auf. Ist der tot? Ich hoffe doch. Ah. Bing. Nein, er lebt noch. Ah. Bing. Lauf, 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 lauf. Alter. Wie sehen die denn jetzt mittlerweile aus? Scheint so die Sondereinsatz. Spezialeinheit von denen zu sein. Dürfen wir nicht. Gott, so viele Wege hier überall. Aha. Aha. Okay, so weit, so gut. Epische Musik. Soll mich nicht stören. Epische Musik ist immer gut. So, den auch nochmal. Yeah. Ist wie wenn ich auf Toilette gehe, dann kommt auch immer so ein epischer Sound-Sample, der da eingespielt wird, wenn ich auf Klo sitze, so. Ist total cool. Das wäre wirklich voll cool. Irgendwie auch schräg, aber irgendwie auch geil.
müsste man eigentlich mal machen, ne? Mit so einer. Gibt ja so einen Bewegungsmelder. Wenn du dann aufs Klo gehst, dann kommt irgendwie so ein voll der epische Sound, so Braveheart oder irgendwie sowas. Okay, dann. Haben wir denn jetzt alles umgeleitet? Warte mal, wir hatten doch dann noch eine Tür. Warte mal. Da war doch noch eine Tür, wo ich nicht reingekommen bin, oder? Wo laufe ich denn hin hier? Voll verwirrt. Hä, jetzt bin ich wieder hier? Egal. Wir quatschen mal. Hat sich was geändert? Hallo. Nee, hat noch nicht gereicht. Keine Chips mehr. Wahrscheinlich hat er einen ganz trockenen Hals von den ganzen Chips. Okay, dann müssen wir da doch nochmal. Da war nämlich diese eine Tür, in die ich nicht reingekommen bin. Ne? Jetzt frage ich mich nur, wo die ist? Ah, hier war das lang. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Hier ist die Tür. Kommen wir jetzt noch? Ah, jetzt ist die offen. Okay. Black Point. Okay. Immerhin kein Besuch. Der kommt aber bestimmt noch. Ich habe aber keinen Kuchen da. Ah, wo seid ihr? Ich höre euch. Oh shit. Kommt jetzt eine Granate. Ja. Nehmen wir die Pumpgun mal wieder. Jetzt hab ich eine Granate geworfen. Rüstung! Hier haben wir noch was zum Abhören. Erzähl mal. Gib mir Info. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Die Frau, die sie für Origin benutzt haben, heißt Alma. Vettel ist auf der Suche nach ihr. Er geht nach Hause. Hä? Er geht nach Hause? Alma? Hä? Ich dachte, Alma wäre die Tochter von der Frau, die sie benutzt haben. Warum auch immer da eine Mine liegt. Können wir... Die liegt, glaube ich, zum Aufsammeln da, ne? Nur. Mehr haben wir hier nicht. Ah, hier. Okay. Das verwinkelt hier alles. Wie gesagt, ich dachte, Alma ist doch die Kleine, oder? Ist doch keine Frau. Zwei verschiedene Wege gewesen. Hier noch was? Hier geht eine Leiter nach oben. Gucken wir gleich erstmal hier. Da gehe ich doch erstmal die Leiter nach oben. Mann! Immer diese Wege hier. Oh, ich habe mich voll gefreut. Die haben ja eine Neuauflage von Skyrim gemacht. Und, wer diese Special Edition von Skyrim hatte, der hat die umsonst bekommen für den PC. Und was kriege ich mit? SKSE funktioniert noch nicht. Also SKSE ist so ein Skyrim Script Extender Programm für die ganzen Mods. Die arbeiten wohl dran, aber viele Mods wird's nicht auf der neuen Version geben. Weil da einfach jahrelange Arbeit drin gesteckt hatte. Und das jetzt einfach nochmal neu zu machen, das ist zu aufwendig. Kann ich auch gut verstehen, dass da manche dann, also so eine Hobby-Entwickler, Mod-Entwickler, keinen Bock haben, das nochmal zu machen.
Verstehe ich nicht, warum Bethesda da nicht ein bisschen mit denen zusammengearbeitet hatte. Die haben ja zwar so ein Mod-System mit reingebracht, aber halt nur über Mods, die bei Bethesda hochgeladen werden, Bethesda-Mod. Ich meine, Bethesda lebt nun mal zum größten Teil von dieser Mod-Community, ne? Da schreibt er wieder Mitteilungen. T. Vielleicht heben wir uns die dicke Wumme mal für dicke Gegner auf. Ich wollte es mal ein bisschen ausprobieren. Die sind gut zerfetzt, die Typen. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Du gehst nicht auf. Müssen wir jetzt hier runterspringen? Vermutlich, ne? Nett, dass die hier auch wieder überall Sachen für uns liegen haben. Ja, die versorgen uns ja quasi die ganze Zeit mit Munition und allem möglichen, ne? Hätten wir die nicht, dann wären wir jetzt schon längst ohne Bewaffnung. Und wären leichtes Futter. Futter. Ich will da hoch. Ja, es geht sogar. Da auch runter? Ah, okay. So, hallo. Ja, wie dem auch sei, ich habe mir dann halt das neue Skyrim aktiviert. Aktiviert, weil hier aktiviert steht. Runtergeladen. Aber hab dann auch gleich wieder das alte neue installiert. Weil es nicht kompatibel mit meinen ganzen Mods war, die ich hatte. Epische Sounds. Zum Alarm ausgelöst. Da ist noch ein Lappy. Ist immer schön, dass wir wissen, was wir machen müssen. Meinst du, die ist dafür verantwortlich? Die holen wir uns auch noch. Bitch. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ach, ich habe das Ding hier freigelegt, oder wie? Oder was? Oder wo? Keine Ahnung. Tja, wir sehen ja die gute Alma schon, die anderen sehen die ja nicht. Ach, der ist wieder zurückgefahren, weil das Teil da noch war. Okay, jetzt hab... Verstehst. Der hatte das blockiert gehabt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Epic! Okay. Haben wir es jetzt aber? Eine Durchsage wäre mal ganz cool. Von wegen so, ja, die Tür ist jetzt offen. Gucken wir. Vor allen Dingen, wo soll es zurückgehen? Da war eine Tür, ne? Da, die ist jetzt auf. Dann nehmen wir die. Lagpoint. Okay, bei dem Lagpoint würde ich sagen, dann machen wir hier auch gleich mal eine Pause. Und dann gehen wir nächste Runde in die große Tür. Mal gespannt, ob wir den Vettel noch... Oh.
einholen und auch was mit der Alice ist. Bin ich ja auch mal gespannt. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bye, Fee. Bis dann. Bye, bye. Do you know the true meaning of fear? Yeah.